Ich habe nur Spaß gemacht. Das solltest du nicht tun. Trigger Warning oder so? Aufgabe erfüllt. Medipack Mittel kann ich nicht mitnehmen. Diesmal gibt es keine Fluchtmöglichkeiten mehr, mein Freund. Bis jetzt waren sie ja ganz einfallsreich. Aber meine Kreation ist frei. Wiedergeboren in die tosende Hitze des Lebens. Jetzt wird es Zeit, dass sie sich einbringen. Oh! Hallo? Du bist der Regenerierungsfuzzi, ne? Ja. Das ist der Regenerierungsfuzzi. Alles klar, running! Ah ne, jetzt muss ich den wieder zurückschieben. Das gibt's doch nicht! Ja, ich muss das wieder aufmachen. Das geht aber nicht, wenn der hier in der Ecke liegt. Danke. Weg, 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 weg. Danke. Weg, 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 weg. Dadab, 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 dadab. Ich bin raus, yo. Falsche Tür. Aber vielleicht denkt er jetzt, ich bin durch die Tür gegangen. Aua. Ja, ignoriere meine Schüsse einfach. Ist okay. Das lebt ja immer noch. Geht doch. Dab, 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 dab. La 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 la. Oh, das ist eine Toilette. So. Okay, durch die Tür komme ich noch nicht. Wow! Wo kommst du denn jetzt her? Das ist doch bescheuert! Okay, über mir war ein Vent, alles klar. Ja, ich muss nur noch eine Runde drehen. Dup-di-dup-di-dup. Durch da, durch da, durch da. Nein! Nein, was macht er denn? Ausgezeichnete Arbeit, Mr. Clark. Wirklich ausgezeichnet. Und jetzt kommen Sie zu mir in den VIP-Bereich. Die Tür ist offen. Beeilen Sie sich. Alter. Isaac, du solltest Dr. Kyle mit Vorsicht genießen. Ein Großteil der Sachen, die ich bisher herausgefunden habe, stammt aus seinen Aufzeichnungen. Ich genieße den gar nicht. Aber trotz seiner Labilität könnte er gewalttätig werden. Das ist halt die Sache. Ich brauche endlich meinen Shop. Ich möchte mir meinen Anzug Level 5 holen. Oh nein, oh nein, oh nein. Das ist viel wichtiger, dass der futsch geht. Die fliegenden Viecher sind die schlimmsten.
Weil die alle infizieren können. Da ist der Shop. Anzug Level 5. Na, dann gucken wir mal. 23.000 haben wir. 60.000! Oh! Das ging gut. Das reicht. Voll aufgerüstet! Yeah! Das finde ich gut. Das finde ich schön. Aus Isaac Clarke wird ein Panzer. Jetzt auf zwei Beinen. Oh yeah. Na, Achievement irgendwie voll aufgerüstet oder sowas? Fand ich ganz cool. Wir haben noch 25 Credits. Cool. Damit können wir sehr viel anfangen. Haben wir noch irgendwo eine Werkbank? Ja, ja, hör mal auf zu röcheln. Ich glaube, eine Etage höher haben wir eine. Kann das sein? Ja. Ich war, glaube ich, bei der Strahlenkanone. Ja, da habe ich Schaden gemacht. Beim Plasma-Cutter nichts mehr. Impulsgewehr. Da bin ich schon nach Schaden gegangen. Rick kann ich nicht mehr aufrüsten. Soll ich Kinese-Modul vielleicht doch mal aufladen? Einfach für die Reichweite und so. Strahlenkanone. Achso, da war ich eins vom Schaden, genau. So, sehr gut. Dann brauche ich noch 4, um weiteren Schaden zu bekommen. Brauche ich nicht. Genau. Und da muss ich hin. Aber erstmal kann ich das Geld immer noch nicht aufsammeln. Und speichern wir noch einmal. So. Ich nehme jetzt schon seit 3,5 Stunden auf. Krass. Krasse Sache. Aber ich will halt das Spiel einfach durchspielen. Ich habe gerade echt Spaß damit. Muss ich wirklich sagen. Also das Spiel macht mir wirklich einen Heiden Spaß. Ich bin vielleicht ruhig manchmal und so, aber es macht mir Laune. Ich liebe dich so sehr. Sie haben es geschafft. Gott sei Dank. Sie haben es geschafft. Ich habe Ihren Fortschritt beobachtet. Ich weiß, dass Sie das WIP-Shuttle reparieren und von hier weg wollen. Aber ja. Eine Flucht ist zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich. Der Schockantrieb des Shuttles ist zerstört. Nein, 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 nein. Verzweifeln Sie nicht. Geben Sie nie die Hoffnung auf. Zuerst habe auch ich die Hoffnung verloren. Hab versucht, das Schiff zu zerstören, die Systeme zu sabotieren. Aber Amelia, sie hat alles verändert. Die Kirche! Sie glauben, der Marker war göttlich. Aber Sie wissen nicht, was hier passiert ist. Was entfesselt wurde. Sehen Sie, sehen Sie, sehen Sie genau hin. Oh, das wird ein großer Bossfight. Ist es, was wir im Kern des Planeten gefunden haben? Mercer nennt es das kollektive Bewusstsein. Es ist die Quelle, die die Necromaus telepathisch kontrolliert. Wir waren so dumm. Aber Emilia, sie wusste es. Sie wusste, dass es aufgehalten werden kann, indem der Marker auf dem Planeten zurückgebracht wird. Der Marker dämmt es innerhalb des Planeten ein. Bringen Sie den Marker zurück und versiegeln Sie das kollektive Bewusstsein. Es tut mir so unendlich leid, Amelia. Ich trage einen Großteil der Verantwortung für diese Tragödie. Jetzt muss ich die Verantwortung übernehmen, es zu Ende zu bringen und für meine Sünden büßen. Töte dich jetzt nicht selbst, Junge. Kann mir helfen, wenn Sie das Shuttle reparieren und den Marker zurück an Bord bringen, können wir es beenden. Für alle Zeit. Gerne. Können wir die Tür öffnen? Nein.
Ja, ja, alles gut, alles gut. Komm, mach wieder auf, danke. Aber irgendwie geht das Spiel jetzt doch wesentlich länger, als ich dachte. Beim nächsten Speicherpunkt werde ich dann, glaube ich, wirklich jetzt dann die Folge beenden und dann auch sagen, das wäre es mit der Aufnahmesession. Weil ich habe jetzt wirklich 3,5 Stunden am Stück gespielt. Okay, gucken wir mal, was unsere aufgerüstete... Ah, jetzt habe ich keine Strahlenmunition mehr. Haha, schön. Oh, ich hasse diese Viecher. Das ist nicht gut. Ich mag die kleinen Viecher nicht. Oh Mann, 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 Mann. Running in the 90s. Na 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 na. So. Haben wir jetzt alles? Sehr gut. So, wegen Inventarslots müssen wir uns jetzt eigentlich, glaube ich, auch nicht mehr wirklich großartig Sorgen machen. Weil da dürften wir jetzt auch. Jetzt haben wir das komplette Rig einfach, genau. Jetzt haben wir den größten Anzug, den wir haben können. So, da soll ich lang. Natürlich gehe ich Umwege, ist ja klar. Wir wissen nie, was wir hier so finden. Vielleicht eine Box mit Viechern drin. Da wollten Leute echt so eine Viecher mit auf die Erde nehmen. Datenbank. Persönliches Logbuch. White D. First Officer. Das Schiff wird vom verdammten Unis befehligt. Bisher bekannte... Okay. Alles klar. Das ist eine Liste mit Leuten, die Unitology angehören. Persönliches Logbuch des Captain. Um alle Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Wenn diese Einträge abgehört werden, werden meine Taten rehabilitiert sein. Ich bin Unitologe. Inzwischen ist es vermutlich kein Geheimnis mehr, dass wir gar nicht in diesem Sternsystem sein sollten. Nur ein weiterer Abbaujob für die Firma. Bis die Kolonie den Marker fand und die Kirche aufhorchte und mich schickte, diese Pilgerreise anzuführen. Sie versicherten mir außerdem, dass ein Großteil der Crewmitglieder streng gläubig sei. Meine primäre Anweisung lautete, den Marker in der Kolonie abzuholen und auf das Schiff zu bringen. Dr. Kine, der CSO, ist Experte für den Originalmarker und erhielt die Aufgabe, auch diesen zu entziffern. Er sagt, er mache gute Fortschritte. Originalmarker? Meine Entscheidung, eine Quarantäne über die Kolonie zu verhängen, war gerechtfertigt. Die haben da unten eine Art Epidemie und ich darf nicht zulassen, dass sie aufs Schiff übergreift. Nicht bei dieser kostbaren Fracht. Nicht, wenn wir so nahe sind. Der Planet wird morgen geöffnet. Wir werden den Marker weiterhin entziffern und bei unserer Heimkehr unsere Ergebnisse und den Marker der Kirche übergeben. Die Regierung wird das hier nicht vertuschen. Ortmann sei gepriesen. Er hat gerade Originalmarker gesagt. Original bedeutet, es gibt Kopien. Das bedeutet also, das ist nicht der einzige Marker, den es da draußen gibt. Oder sie haben ihn halt repliziert. Oder irgendwie sowas in die Richtung. Das kann doch nicht gut sein. Das kann doch alles nicht gut sein. Das Ende aller Tage, gut. Ziehe ich das jetzt noch durch oder nicht? Ich muss kurz mal raustappen, mal gucken, wie spät das ist. Ja, komm, wir ziehen das jetzt noch durch. Wir ziehen das jetzt noch durch, Leute.
Dead Space beende ich jetzt heute noch. Mehr als dass der Captain dann zwischenzeitlich reinkommt und ja, mitkommentieren muss, kann ja auch nicht passieren. Hier haben wir nur diese Munition, das heißt, dass vermutlich brauchen wir Munition gleich auch en masse. Von dem her ist das eigentlich ganz gut, dass wir hier noch ganz gut was finden. Ich habe, glaube ich, sogar noch ein paar Halbleiter dabei, die ich theoretisch verkaufen könnte. Genau, ein paar Health Packs. Das sind, glaube ich, nicht verkehrt. Na dann würde ich sagen, gucken wir doch einfach mal, was wir mit dem Shuttle machen können. So, Aufgabe wurde erfüllt. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Warten Sie da auf mich, ich bin gleich bei Ihnen. Habe ich ein kleines Medikit dabei? Nein, habe ich nicht. Okay, das Spiel will, dass ich hier drin warte. Achso. Testzündung des Shuttle-Antriebs. Hallo! Geht ja total ab. Ja, komm. Spawnt einfach noch so ein Ding. Das gibt's doch nicht. Ich komm hier nicht mehr weg. Okay. Der regeneriert halt ständig. Nein, 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 nein. Mann, dieses Kack-Steam-Overlay. Mann. Mann, ich will nur die Waffe wechseln. Warum gibt es dafür keinen Shortcut? Das ist doch dumm. Ja, es ist realistisch, ich weiß. Mann, nein, 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 nein. Mann! Regt mich das gerade auf. Ja, komm. Lass mir doch mal 2 mm Zeit. Und was macht Isaac da überhaupt? Warum schlägt er denn doof in die Luft? Hier, ich habe keine Zeit. So. Geht doch. So. Kann der komische Fatzke jetzt endlich mal hier ankommen? Okay, soll ich das jetzt nochmal machen? Testzündung des Shuttle-Antriebs.
Ah, ich verstehe. Ich verstehe, ich muss das Vieh da hinlocken. Ja, ja. Ich hab's verstanden. Komm her, du Vieh. Mir doch egal. Regeneriere dich doch. Bye bye. Bye bye. No friend. Keine Plasma-Energie mehr? Ja, es wird funktionieren. Es ist noch nicht zu spät, das Richtige zu tun. Das Shuttle muss vor dem Start entsichert werden. Da, die Kontrollplattform. Sie müssen die Abdockung durchführen, während ich den Shuttle-Antrieb starte. Das wird uns wieder ganz... Ich nehme das Shuttle zum Flight Deck, wo der Marker aufbewahrt wird. Ich komme hier nicht aus der Tür raus. Der fliegt ohne uns weg, das war so klar. Shuttle-Sicherung gelöst. Ich bin unterwegs zum Flight Deck. Kommen Sie dorthin, dann bringen wir den Marker an Bord. Ja, Amelia. Dann werden wir ihn nach Hause bringen. Gut, wo muss ich hin? Keine Ahnung, ob kein verrückt ist oder nicht, aber wir brauchen das Shuttle. Er sollte auf unserer Seite bleiben. Jedenfalls vorher. Jo. Ne, ja, hier lang. Entschuldigung, das hat mich gerade schon ein bisschen genervt mit den Eingegnern, mit diesen superschnellen, twitchigen Gegnern, weil, ja, weil das einfach mal ein bisschen sehr viel auf einmal war, auch mit dem Großen, und dann waren da drei von denen gleichzeitig und ich wollte nur meine Waffe wechseln. Im Endeffekt habe ich halt jetzt keine Energie mehr für diese andere Waffe. Ja doch, ist doch richtig. Warum drehst du dich denn da um, wenn ich schon da drauf gucke? Ihre Zeit ist gekommen. Fürchten Sie sich nicht. Es besteht kein Grund, sich zu wehren. Viele sind schon vor uns gegangen. Und jetzt ist es an der Zeit, dass wir die Reise gemeinsam antreten. Den Tod überwinden und die Zukunft ihren Kurs nehmen lassen. Kommen Sie mit mir. Und erblicken Sie das Angesicht Gottes. Nein. Okay. Das war's also mit ihm. Warum schlägst du denn plötzlich einfach? Das ergibt null Sinn. So, geht doch. Okay, nach unten, danke. Also er schießt die ganze Zeit, ne? Aber dann, wenn er schießen soll, ich schlag jetzt einfach mal, damit das Vieh auch das noch schafft. Ziemlicher Bullshit, aber okay. Nehmen wir an, ja. Oh, Kapitel 11, also okay. Gut, dann würde ich an der Stelle wirklich sagen, dass es das mit dieser Aufnahmesession war. Ich ziehe das Spiel doch nicht durch. Ich wollte das Kapitel noch beenden und fertig ist. Es scheint wohl doch noch eine ganze Menge zu kommen. Wie gesagt, ich bekomme ja jetzt so bald Besuch vom Captain. Und, ja. Dementsprechend würde ich gerne vorher noch einen Moment ruhen und hier ein bisschen Ordnung schaffen. Deswegen sage ich an der Stelle, das wäre es mit dieser Folge von Let's Play Dead Space. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, dann wahrscheinlich mit der Aufnahmesession zum großen Finale vom Spiel. Dankeschön fürs Zusehen und tschüss. Bis dann.